Gucken wir uns jetzt mal im Hamster-Simulator auch mal an. Ich habe das hier schon vorbereitet, das Programm. Der Hamster sitzt hier. Man sieht, vor ihm liegt jetzt eine Reihe mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Körnern. Und wir lassen ihn einfach mal laufen. Er frisst die Körner. Und legt 6 Körner ab. Schauen wir uns die nächste Reihe auch nochmal an. 3, 2, 5. Das heißt, hier sind insgesamt 10 Körner. Und hier sehen wir, hat der Hamster 10 Körner abgelegt. Jetzt mal eine Randbedingung. In der Zeile befinden sich gar keine Körner. Das ist jetzt beim Testen ein Randfall, den man natürlich auch betrachten muss. Und in der Tat, der Hamster hat keine Körner abgelegt. Und jetzt nochmal diese Reihe. Der Hamster hat 2 Körner abgelegt und diese Reihe. Und dann hat er das ganze Territorium nach rechts quasi bewegt. Da hat er das eine Korn abgelegt. Wenn Sie sich die Code-Konventionen in Erinnerung rufen, beziehungsweise das, was ich zur Verständlichkeit vom Programm gesagt habe, dann sollten Sie sich sofort daran erinnern, dass das, was hier jetzt steht, nicht unbedingt schön ist, weil hier sind geschachtelte Schleifen, hier werden keine Kommentare benutzt und insbesondere hier wird keine prozedurale Zerlegung vorgenommen. Das überlasse ich Ihnen aber mal als Übung. Versuchen Sie mal einfach, dieses Programm mit Hilfe von Prozeduren so zu gestalten, dass es auch gut verständlich ist.